Der da rechts, das bin ich, Hendrik. 7 Tage mische ich mich unter die Hamburger Feuerwehr. Alles zu? Ja. Alles zu. Sie guckt bei ihm, mein Partner guckt dann bei mir, ob das auch alles wirklich dicht ist. Weil wenn die Flammen in die Stadt kommen oder so, dann wird es ja keine heiße Ohren kriegen. War alles dicht. Das ist gut. Dann verlasse ich mich auf dich. Ja. Der unter der Atemschutzmaske, das ist Marco. Wenn's brennt, kommt die Feuerwehr. Das wusste ich schon als Kind. Für mich waren das Helden. Mutig, stark, immer zur Stelle. Was war angesagt? Wohnungsbrand oder was? Klingt hier an der Rauchmelder. Rauchmelder. Mhm. Das kriegen wir wahrscheinlich über Funk dann gleich Bescheid, was Sache ist. Mhm. Ob wir vorgehen sollen oder nicht. Aber wie ist das wirklich, wenn dein Beruf nicht Klempner oder Schreiner ist, sondern Retter? Davon handelt dieser Film. Abspann, das ist denn unser Stichwort dafür. Was? Ende? Ja. Mhm. Gefahr gebannt. Hier, das war's jetzt, oder was? Ja. Das war's. Bei der Autobahn. Puh, aber trotzdem ist man nass. Ja. Das nützt ja nichts, wenn wir mal üben und man kann nie zum Zug so. Sehr schade. Ne, obwohl es natürlich gut ist, wenn nichts passiert eigentlich. Und wenn nur da sind und nichts passiert, ist das ja für die Bevölkerung das Beste. Lapskaus statt Großbrand. Von 0 auf 100 und dann wieder Vollbremsung. Für Marco und die anderen hier ist das völlig normal. Die schalten einfach um. Während ich noch auf Alarm gepolt bin. Mein Neffe ist das auch. Und der hat auf seinem Handy so eine App. Retterleben. Wie ist das, immer auf dem Sprung sein? Die Haut für andere riskieren. Wer macht das heute eigentlich noch? Ich nicht. Auf der Wache sorgen die Retter für sich selbst. Du pennst auch hier? Hm? Du pennst hier auch? Ob ich hier penne? Hm? Also schlafen tun wir ja nicht, wir ruhen ja nur. Ihr ruht? Wir ruhen, genau. Wieso schlaft ihr nicht? Ihr schlaft doch zwischen. Ja, ich sag mal so, zu Hause schläft man und du schläfst ja an der Wache nicht so wie zu Hause. Du bist ja immer mit einem Ohr, bist du ja mehr oder weniger bei der Alarmglocke und weißt ja, dass das jede Sekunde losgehen kann. So. Also hier ist ja immer so der Umkleideraum vorher. Ja. Und das ist meine Bettenrolle sozusagen. Ne? So. Ja, das sieht natürlich. Nein, ich lach nicht. Nein, ist. Ja, und das ist geil. Mein Platz zum Ruhen. Ja, und das hat doch Wiedererkennungswert, oder nicht? Auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall dein Zimmer, ja. Ja, es gibt auch Kollegen, die haben Superman-Bettwäsche, ne, und all sowas. Das ist ein Geschenk von meiner Freundin gewesen. Ich wollte schon immer, ich brauche Feuerwehrbettwäsche. Ja. Auf der einen Seite ist man ja ein bisschen jung geblieben vom Kopf. Ne? Ich sag mal, so ein Feuerwehrmann kommt vom Kopfalter nicht über 15 hinaus. Die Helden meiner Kindheit ruhen sich also in Superman-Bettwäsche aus. Gleichzeitig wachen sie in Hamburg-Stellingen über 250.000 Menschen. Grüezi, hast du den Laden nicht im Griff? Doch. Naja, nee, ist alles gut. Der links neben mir ist Steven.
Der ist seit 10 Jahren dabei. Die meisten hier werden in ihrem Job alt. Juhu! Wie alt bist du denn geworden? 40. Und Glückwunsch. Ja, danke. War ich schon am ersten. Was soll ich tun? Also bist du ja mittendrin quasi. Ja. 40 bist du ja genauso Halbzeit jetzt oder was? Ja, bis 80 wollte ich nicht arbeiten. Nee, ich meine Dienstzeit. Ach so. Ja, also 20 Jahre habe ich noch, ne? Ja. Denke ich mal. Super will. Ja. Was hast du gesagt? Dass du bis 67 arbeiten sollst. Hör auf. Das will auch keiner von euch. Mal im Jahr geht hier der Alarmruf ein. 17.000 Mal aufschrecken, Klamotten an und raus. Mal nicht wissen, was einen erwartet. Seit Wochen nicht mehr gesehen worden, der Bettkasten ist voll, er ist in keinem Krankenhaus, ist nicht abgeholt worden, KBF. Also müssen wir einmal hier rein. Feuerwehr! Wir haben einen Bolzenschneider hier. Segel oder Maschine 15 Horn Fahrzeug führen. Hat sich gerade erledigt. So, wollt ihr Polizei? Wollt ihr als erstes rein? Ja? Mich kostet das Überwindung. Einfach so in eine fremde Wohnung platzen. In ein fremdes Leben. Oder in den Tod. Du kannst gerne noch mal Puls fühlen. Okay. Das war's jetzt? Das war's für uns. Mehr machen wir nicht. Tür auf und raus. Hier, ne, ihr kommt nachher nur mit Bauschlüssel. Der Hausmeister ist da. Ja, der hat gesagt, er kümmert sich. Ja? Mhm. Dann übergebe ich euch das Ganze hier. Sehr schön. Und wir rücken ab. Und dafür, dass die Heizung noch an war und alle Fenster zu, hat das auch gut gerochen. Guckst du dir die genau an? Müssen wir. Wir müssen uns davon überzeugen, dass er wirklich tot ist. Mhm. Also wirklich die Anzeichen für sichere Todeszeichen hat. Weil sonst müsste ich jetzt noch einen Rettungswagen, Notarzt, okay, bestellen, um ihn an zu reanimieren. Na, selbstverständlich. Dafür sind wir alle so ausgebildet. Okay. Ich habe immer ein bisschen Abstand gehalten. Weil erst mal gucken. Und ja, das ist ja auch völlig legitim. Ja. Ich glaube, du hast noch nicht so oft Tote gesehen. Ein paar, aber jetzt, nee, nicht so. Ja. Ne? Ja. Nein, aber das ist ja auch völlig in Ordnung. Ja. Muss man sich daran gewöhnen, ne? Ja. Wie lange hat das bei dir gedauert? Weiß ich nicht. Die erste Leiche, die ich hatte, das war ein Fixer, der hat sich totgefixt und der hat auch noch alle Körperflüssigkeiten verloren. Und das hat man dann schon, was Ralle auch gerade sagt, so im Treppenhaus hast du das schon gerochen. Mhm. Und das war dann so das erste Mal, oh Gott, jetzt machst du hier gleich eine Tür auf und da kann ja was ganz Schlimmes hinter sein. Und das ist gar nicht so schlimm. Okay. So, und das ist Routine und das ist, ich will nicht sagen Gewohnheit, aber das berührt mich kein Stück. Mhm. Also wenn du jetzt hier zu Familienangehörigen fährst oder sowas, oder du weißt, alles klar, da ist jetzt ein Kindernotfall oder eine Säuglingsreanimation, das nimmt einen schon mehr mit. Aber so, der hat sein Leben gelebt. Also für mich ist die Sache nachher abgeschlossen, wenn ich den Bericht geschrieben habe, weil dann, ich muss mir das ja einfach alles nochmal vorholen, was ich hier gemacht habe. Und dann spielen diese Gedanken natürlich automatisch mit rein. Aber es ist nichts Schlimmes. Mhm. Überhaupt nicht. Das sind Müll hier. Scheiße. Bist du schlecht drauf, oder was? Das ist schön, weißt du, ist deine Unterhose zu eng, oder was? Und Fermi freut sich, dass er mal nicht dran ist. Abschalten geht auf der Wache übers Einschalten. Bestimmt ein Reißer, ne? Ja, ist das. Ja? Zuhören. Wollt ihr zuhören? Ah. In Ordnung. Das hat Kevin noch nicht. Hat Steven dich geschickt, oder? Thies, der Chef. Die Verantwortung für seine Jungs trägt er. Thies bestimmt, wer rausfährt. Ich könnte das nicht. Ich gehe jetzt in den Keller. Setz dich hin. Schleimer! Fertig. Gut, aber schneller. Gleich nochmal.
Jeder von denen hier ist voller Geschichten. Aber nicht eine davon handelt von Helden. Macht es wach und der Spaß ist wieder vorbei. Was, ich so gefährlich aus? In all den Jahren sozusagen, die du dann danach sozusagen bei der Feuerwehr bist und wenn du dann irgendwann so, sag ich mal, ein paar Jahre auf dem Buckel hast, ja, dann weißt du, dass das meiste von dem, was ich erzählt habe, kein Spinnkram war, nee, sondern dass du Dinge erlebst, die kannst du dir in deinen kühnsten Träumen nicht ausmalen und die passieren trotzdem und die passieren hier in dieser Stadt und dann stehst du davor und denkst, boah, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass sowas überhaupt machbar ist, ne? Aber das passiert. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du nicht heil aus deinem Einsatz zurückkommst. Ja. Und das ist egal, so wie Thies für alle verantwortlich ist oder ich dann in meinem kleinen Rahmen fürs Löschfahrzeug oder als RTB-Führer, wenn du im Team zusammen bist, dass da einem von uns was passiert. Ja, das war schon damals eine bittere Geschichte. Von Kuddel, weißt du? Wie sie den da vorne witzig. Ja, lange vor meiner Zeit wahrscheinlich. Ja, da warst du aber gar nicht bei der Feuerwehr, glaube ich. Nee, wahrscheinlich nicht. Ach, das war eigentlich ein ganz, ganz banaler Einsatz und das, was du hunderte Male machst, auch eine Amtshilfe letztendlich für die Polizei und dann plötzlich rief mich die Leitstelle an, ich möchte bitte mit Sonderrechten die Einsatzstelle anlaufen, da hat es einen Schusswechsel gegeben und wäre ein Kollege verletzt. Ne? Da ist er mit einem kleinen Kalibergewehr durch die Tür geschossen worden und hat ihn genau da, ich sag mal, getroffen, wo du nicht als Mann nicht getroffen werden möchtest. Das ist natürlich, und das sind, müssen wahnsinnig, ich meine, du weißt, wenn du vielleicht mal einen Tritt in die Hoden bekommen hast, so eher also als Junge schon, ne? wie schmerzhaft das ist. Und das muss, also wirklich, also der hat, und das von Eisenmacher Kerl eigentlich, der hat geschrien, also die Schreie, die höre ich noch, ne? Also, dann bin ich dann nachts um zwei mit meinem Fahrer, dann habe ich dann die Ehefrau aufgesucht und da waren noch vier Kinder im Haus, ne? Und dann sitzt du da mit den vier Görn und mit der Mutti. Und sagst du dann, Mann, der kommt morgen früh nicht nach Hause. Solche Gespräche, das muss man in der Tat nicht haben. Absolut nicht. Also wir stecken vieles weg so und haben manchmal vielleicht eine große Fresse oder eine lockere Fresse. Aber wir können schon ziemlich dumm sagen. Aber so unter der, das ist aber, glaube ich, ohnehin so eine Geschichte. Ne? Also ich glaube, so manchmal, wenn man seine Jungs kennt oder uns welche kennen, das ist oftmals auch nur eine raue Schale, aber manchmal auch eben halt ein ganz weicher. Oder sagen wir, weicher Kern nicht, aber manchmal doch ganz, ganz sensibel, ne? So, und auch feinfühliger, wie man vermuten möchte. Mein dritter Tag. Der Handschlag am Morgen ist wie ein Versprechen. Nämlich da zu sein. Für den anderen. Immer. So, moin zusammen. Heute wieder einen vollen Zug. ELW Zugführer mache ich, Zugtruppführer Herr Kreppenhöf. Dann geht es weiter mit dem Hall F1, Fahrzeugführer Mohr, Maschinist Herr Kühl und auch gleich den Posten dazu. Angriffstrupp 1 Herr Federmann und Herr Müller und Wassertrupp 1 Herr Petring und Herr Fuhrmann. Hall F2 Fahrzeugführer Herr Eckert, Maschinist Herr Köppershaus, Angriffstrupp 2 Herr Heiden, Herr Engels und Ralf Lühers den Tagesdienst. So, meine Herren, das war's. Wegtreten. Feuerwehrsprache ist Abkürzungssprache. HLF heißt Hamburger Löschfahrzeug. RTW? Rettungswagen. Als Feuerwehrmann musst du vieles können. Feuer bekämpfen oder Bauchschmerzen. Das war ein Mal, okay. So, Ibe habe ich mich nicht übergeben. Okay. Dann bin ich auch ein bisschen raus. Haben Sie noch irgendwelche Unterlagen von Ihrer, ist sie Ihre Frau, Schwester? Nee, das ist meine Mutter. Ihre Mutter, ach so. Meine Mutter. Oh, Mensch, okay. Das kann dann natürlich mit zu tun haben, dass Ihr Blutdruck jetzt momentan ein bisschen niedrig ist, dass Sie deshalb ein bisschen Schwindel haben und dass Ihnen übel geworden ist. Na, aber genau können die das im Krankenhaus nur feststellen. Was haben Sie denn hier an? Kleid?
die Schmiede. So, jetzt bitte nicht erschrecken, das piekt jetzt einmal kurz. Nicht erschrecken, okay? Ja. Ich hab ein Zelt. Ja, ziehen Sie mal ruhig alles aus. Ich muss einmal den Bauch dran. Was da? Dann muss das Ganze fixiert werden. Passen Sie auf, passen Sie auf. Sie müssen jetzt ein bisschen aufpassen. Ich habe Ihnen jetzt hier einmal den Zugang gelegt. So. Ja, pass auf. Machst du ran? Ja. Oh. Oh. Was denn? Tut weh? Ja. Das braucht nur so ein bisschen Tröpfeln, damit wir sozusagen gesicherten Zugang haben. Also wir brauchen jetzt kein Volumen geben. Na? Alles gut bei Ihnen? Tut nichts weh? Nee, tut alles. Okay. Wir fahren jetzt auch gleich los. Genau, machst du das einmal so halt? Mhm. So? Dass ich hier sozusagen, da wo dein Zeigefinger ist, einmal noch mal eine Schlaufe, das ist so eine Entlastungsschlaufe. Ne? Wenn Sie die Schmerzen von einer Skala von 1 bis 10 beurteilen müssten, wo 10 das stärkste ist, wo liegen Sie da ungefähr? Können Sie das einschätzen? Ich würde selbst liegen. Wo die Schmerzen von einer Skala von 1 bis 10, wo 10 das stärkste ist und 1 keine Schmerzen oder wenig Schmerzen, wo Sie da ungefähr liegen? Auf der linken Seite kann ich schlecht liegen. Gut. Ich verstehe das nicht. Nee. Wie doll das wehtut. Genau. Wie stark sind Ihre Schmerzen? Wenn Sie sagen müssen, sind Sie sehr, sehr stark, kaum auszuhalten oder sind Sie eher... Nee, sind zu aushalten. Alles wird im Retterleben protokolliert. Rein, raus, Leben, Tod. Meine Helden brauchten keine Formulare, um zu retten. Das ist schon so der Jungstraum hier, ne? Große rote Autos. Ja. Wolltest du auch schon als Kind Feuerwehrmann werden? Ja, ich wollte ja eigentlich immer ins Blaulichtmilieu, also so mehr so Polizei, aber... Und auf dem Dorf war das ja so, man ist in der Feuerwehr, Opa war in der Freiwilligen Feuerwehr, ne? Vater war in der Freiwilligen Feuerwehr. Und dann hat man gedacht, naja, dann ist man auch da eben auch wegen den Festen und so, da Einsätze hat man ja nicht so viel. Und dann hatte ich eben die Möglichkeit, mal in den Job reinzuschnuppern, Berufsfeuerwehr. Dann habe ich gedacht, das ist es. Retten macht müde. Denn das Unglück kennt keine Uhrzeiten. Das Unglück schläft nie, macht höchstens mal eine Pause. Wer nicht ruhen kann, versucht den Puls hochzuhalten. Damit der Puls ruhig bleibt, wenn was passiert. Noch 10 Sekunden. Gini, die einzige Frau in der Mannschaft. Sehr schön. Es brennt. Wenn du Menschen rettest, spielt es keine Rolle, ob Mann oder Frau. Wenn du Lebensretter sein willst, musst du fit sein. Sonst packst du das nicht, den ständigen Wechsel zwischen Ruhe und Einsatz. Und den Bauchnabel ein bisschen einziehen. Genau, ja. Rolling rein, dann werde ich. Mein vierter Tag. Auch ich krieg langsam Routine. Meistens kommen die Retter mit der Trage statt mit dem Schlauch. Zur Seite? Hier? Okay. Alles Gute. Danke sehr. Gute Besserung. Das darf man mal nicht sehen. Gibt es das in jedem Krankenhaus? Nee. Also Kekse, Kaffee, Wasser? Die meisten haben Kaffee und... irgendwie Wasser.
Also ich finde das immer noch aufregend. Irgendwie, du gehst irgendwo zu wildfremden Menschen rein oder siehst du im Moment gar nicht die Wohnung, sondern natürlich nur den Menschen? Na sicher. Das ist ja so der erste Blick, wenn man irgendwo reingeht. Es ist der Geruch, der entgegenschlägt. Oder man macht die Tür auf und weiß schon, was für ein Geruch kommt. Was ist das Schlimmste? Das Schlimmste sind kleine Tiere. Läuse, Flöhe, Maden, Milben. Ach so, wenn der da schon ein paar Tage... Nur manche leben auch noch mit den Tieren. Wie? wie die leben mit den Tieren? Naja, einige haben Flöhe, Läuse, Milben, Maden an lebendigen Körper. Hm. Ey, ihr nehmt das total mit Humor, ne? Ja, was soll's? Das ist genau so, wie einige Leute immer sagen. Ja, bist du denn gar nicht aufgeregt, wenn du irgendwo hier kommst? Stell dir mal vor, du kommst da irgendwo rein und sagst, oh mein Gott, oh nein, oh nein. So was Schlimmes habe ich noch nie gesehen. Beruhigend für Patienten. Ja. Nein, das... Kein Humor. Wo steckt man diese Bilder hin? Nicht Maga, nicht Slonka, sondern wir retten den Hals. Helden schließen sich zusammen, um zu überleben. Wie in meinen alten Comics. Ja! Tschüss. Wir können beidrehen. Das ist das, was ich gehört habe. El Clasico. Also wieder nach Hause. Ich geht ein, an Bord. Also wieder nach Hause. Ja, das war mein Ende von Florian an Bord. Ja, ich war auch schon beim Sandmännchen vorbei irgendwie. Ja. Einer hat seinen Fehlalarm um 2 Uhr morgens. Jetzt bin auch ich wach. Das soll nicht sein. Fast jeder zweite Brandalarm ist ein Fehlalarm. Ja, so, wieder eine Falle. Danach wieder Stille. Fester Stand? Fester Stand. Linke Hand hier unten hin, rechte Hand da oben hin. Und dann kannst du es aufmachen. Oh. Oh. Das ist jetzt natürlich, weil auch ein bisschen Luft im System ist, bis das raus ist. Alter! Ich geb's zu. Leben retten kann auch Spaß machen. Okay, mach mal zu. Oh. Heile Welt. Heile Welt. Zumindest das Üben. Ich guck nur nicht runter, ich guck einfach nur nach vorne. Kannst du gerne machen. Wir haben die Maximalhöhe von 32 Metern erreicht. Echt? Ja. Ich guck nur nach vorne. Ja, du kannst das auch genießen, wenn du nach unten guckst. Also das ist nicht schlimm. Ich genieße anders. Okay. Aus was für einem Holz musst du geschnitzt sein ins Feuerwehrmann? Ach, wir kochen auch alle nur mit Wasser. Das ist ja, Bild, ja. Ja, das ist einfach so. Wir sind hier keine Übermenschen oder wie auch immer. Natürlich sehen wir viel Unglück. Aber dafür haben wir genug Möglichkeiten,
wenn es dann zu einem schlimmen Vorfall gekommen ist, das aufzuarbeiten mit den Kollegen, mit Notfallseelsorge, professionelle Ansprechpartner. Also das haben wir schon. Wann hattest du eigentlich das letzte Mal Angst? Ich weiß nicht, bewusst Angst hatte ich 1990, müsste ich lügen, wo wir auf einem Flachdach waren, das war in Harburg noch, wo ein Farbenlager explodiert ist. Und da waren wir auf dem Dach und ein paar Meter weiter von uns ist das Dach explodiert. Und in dem Moment hast du Angst um dein Leben, ja. Aber das ist nur von kurzer Dauer. Alle hier haben irgendwann einmal die Hand dafür gehoben, ihr Leben für andere einzusetzen. Für ein ganzes Feuerwehrleben lang. An meinem letzten Tag frage ich mich, haben Helden eigentlich Angst vom Ruhestand? Denkst du manchmal eigentlich schon dann an die Rente? Ob ich an die Rente denke? Wenn du mal nicht mehr hier bist? Erstmal kriegen wir ja keine Rente, sondern wir kriegen Pension. Wir sind ja verbeamtet, ne, so als Dienstleister. Ja, denke ich schon mal dran. So ganz lange ist das bei mir ja nicht mehr hin. Ne. Ich habe jetzt 37 Jahre Einsatz oder Dienst bei der Feuerwehr. Haben wir auch voll und knapp jetzt 2 Jahre noch, nicht mal mehr. Da denkt man schon mal dran. Ne. Das ist so. Was geht dir da durch den Kopf? Oh, eine ganze Menge. Ne? Eigentlich so mag ich mir das noch gar nicht vorstellen. Ne? Also ich bin eigentlich immer noch und so gerne dabei, dass ich sage, nee, kann ich eigentlich nicht. Also wenn sie mich fragen würden, ob ich doch 5 Jahre länger machen könnte, nach dem jetzigen Gefühl und so, wie man sich im Moment fühlt, würde ich sagen, klar, mache ich. Aber eben, das ist immer, irgendwann ist der Punkt ja da. Und ich bin ganz ehrlich, ich gehe ungern, ehrlich. Was wirst du am meisten vermissen? Meine Jungs. Kurz vor Ende meiner letzten Schicht, Nachteinsatz im Wohnblock. Zehn Mann in voller Montur. Ein ganzer Löschzug. Fenster ist auf. Ist auf. Wegen einer verkohlten Pizza. Eines habe ich gelernt. Helden machen keinen Unterschied. Die rücken für jeden aus. Wir schreiben ja einen Bericht, dass wir hier waren, was hier passiert ist. Und das schreiben wir unter dieser Nummer auf. Ne? Sieben Tage war ich bei der Hamburger Feuerwehr. Mit den Helden meiner Kindheit haben die hier nur wenig gemeinsam. Die sind nicht unverwundbar. Die retten auch nicht die ganze Welt. Das sind Lebensretter im Schichtbetrieb.